Am Anfang war das Wort, so beginnt das Johannesevangelium. Und Gott hat zu uns gesprochen und er spricht zu uns. Im Jakobusbrief wird über unser Reden, über unseren Wortgebrauch gesprochen. Und das wollen wir uns zu Herzen gehen lassen, denn es geht schließlich um das Profil des Christen. Und das Reden ist wesentlich ein Bestandteil des gesamten Miteinanders. Da heißt es im ersten Kapitel, Vers 19 folgende: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Werdet Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, wird selig sein in seinem Tun. Wenn einer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist wertlos. Das ist die neue Übersetzung. Wenn einer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist wertlos. Also man kann mit seinem Reden das eigene Herz betrügen. In anderen Übersetzungen lautet es, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Oder noch einmal, töricht ist dessen Frömmigkeit. Wer seine Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sein Herz. Der betrügt sich selbst. Im Kapitel 3 hören wir nochmals im Jakobusbrief: Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Es wird der Gebrauch der Zunge zu einem Indiz, zu einem Barometer, wie es im Übrigen aussieht. Ich möchte in dieser Einheit über die Sprache sprechen. Es kann natürlich nur ein kleiner Einblick sein. John Henry Kardinal Newman meint, es ist nicht leicht, jene neue Sprache zu lernen, die Christus uns gebracht hat. Er hat uns alle Dinge in einer neuen Art gedeutet. Er hat uns eine Religion gebracht, also eine neue Qualität der Gottesbeziehung. Er hat uns eine Religion gebracht, die ein neues Licht ausgießt über alles, was geschieht.
Versucht, diese Sprache zu lernen. Lern sie nicht mechanisch auswendig. Noch sprecht davon wie von einer Selbstverständlichkeit. Trachten wir danach, wirklich zu meinen, was wir sagen und zu sagen, was wir meinen. Mit dem Meinen ist eine innere Qualität des Gegenwärtigseins gemeint, des Erlebens, sagen wir mal die Vorstufe von Sprache. Etwas meinen heißt, es letztlich wirklich präsent und gegenwärtig haben und dann kommt das Wort. Und ich lasse noch John Henry Kardinal Newman sprechen, nämlich er sagt, meine Worte laufen auf dies hinaus. Sei ernsthaft und du wirst von der Religion sprechen, wo und wann und wie du sollst. Ziele auf Wirklichkeiten und deine Worte werden von selbst richtig sein. Wer die Wirklichkeit seines Lebens wahrnehmen möchte und kann, und zwar immer deutlicher wahrnehmen möchte und kann, der wird, wenn er seine Aufmerksamkeit auf diese Wirklichkeit richtet, auf diese Wahrheit seines Lebens, der wird von selbst die rechten Worte finden. Vorausgesetzt, er hat sich grundsätzlich mit dem Thema Sprache beschäftigt. Auch da gibt es einen Verfall, so scheint es, dass Menschen sich nicht mehr bemühen um die rechte Wortwahl oder um einen vielfältigen Wortschatz, weil sie schlampig sind im Hinschauen, schlampig sind, oberflächlich sind im Wahrnehmen, weil sie oberflächlich und schlampig sind im Beschreiben von Situationen, sie es mit der Wahrheit und Wirklichkeit auch nicht so genau nehmen. Es gibt viele Gründe, dass eben aus Gründen der Bequemlichkeit die Sprache sehr, sehr dürftig wird. Ich glaube, es war Rudi Carrell, der einmal gemeint hat, als man meinte, er schüttet die Worte gerade so aus dem Ärmel. Mir sagt man manchmal, ja, der Heilige Geist hat dich gut geführt, deshalb konntest du es gut beschreiben. Rudi Carrell meint, du kannst das nicht aus dem Ärmel schütteln, wenn du es nicht vorher hineingestopft hast. Also wir müssen uns mit der Materie, geistliches Leben, Spiritualität, Heiligkeit, Wachstum, Reifen beschäftigen, wenn möglich interdisziplinär, also von vielen Seiten her das anschauen und dann kann sich tatsächlich der Heilige Geist dieses Wissens bedienen, dieser Worte bedienen, wenn nun eine innere Schau gegeben ist, eine innere Wahrnehmung gegeben ist. Der Mensch kann praktisch ein inneres Wahrnehmen haben und daraufhin richtet er seine Aufmerksamkeit und er beschreibt seinem Hörer, was er erlebt. Und ich meine, der Apostel Paulus zum Beispiel hat hier das Erleben beschrieben, immer wieder, wer ist Christus für ihn?
den er als die personifizierte Gnade beschreibt, die personifizierte Liebe Gottes, das Wort Gottes an uns. Diese Achtsamkeit der Innenwelt gegenüber ist praktisch der Weg, dass wir eine Sprache finden, die aus dem Herzen ins Herz geht. Wir achten darauf, dass wir das Ohr des Hörers nicht beleidigen, denn sonst wird er sein Herz verschließen. Aber wir wollen nach der Art Jesu aufbauend, ermutigend, klärend, also befreiend für die Menschen da sein und sprechen. Versuch, diese Sprache zu lernen. Lern sie nicht mechanisch auswendig, noch sprecht davon wie von einer Selbstverständlichkeit. Trachten wir danach, wirklich zu meinen, was wir sagen, und zu sagen, was wir meinen. Also in Übereinstimmung mit dem Leben. Mir gefallen die Worte, die Henri David Thoreau in seinen Tagebüchern notiert hat, wo er ermutigt zur persönlichen Wahrnehmen, zum persönlichen Erleben, zur Subjektivität. Er sagt, eine rein objektive Beobachtung, das gibt es nicht. Also wir beobachten, erleben, hören immer ganz subjektiv, persönlich, wie ich es wahrnehme. Die Philosophen sagen ja, alles, was wahrgenommen wird, was aufgenommen wird, wird nach der Art des Aufnehmenden aufgenommen. Also jeder nimmt es auf nach seiner Art, Eigenart. Das spricht für das Ernstnehmen der subjektiven, der persönlichen, können wir sagen, individuellen Erfahrung. Eine rein objektive Beobachtung, das gibt es nicht. Um interessant, das heißt bedeutungsvoll zu sein, muss deine Beobachtung subjektiv sein. Das heißt, du kannst es nicht gleichzeitig mit den Augen aller sehen. Da meint er die Summe dessen, was ein Schriftsteller, welcher Kategorie auch immer, zu berichten hat, ist einfach eine menschliche Erfahrung. Am meisten Wissenschaft besitzt derjenige, der am lebendigsten ist, dessen Leben das größte Ereignis ist. Sinne, die bloß äußere Dinge wahrnehmen, sind zu nichts Nütze. Es spielt keine Rolle, wie weit und wohin du gereist bist, sondern wie lebendig du bist. Jeder, der ein wesentliches Werk vollbringt, wird von dem Leben berichten, das in ihm ist. Alles, was ein Mensch sagen oder tun kann, wird nur dann zu den Menschen sprechen, wenn er auf diese oder jene Weise die Geschichte seiner Liebe erzählt, wenn er singt. Wenn er das Glück hat, sich seine Lebendigkeit zu bewahren, so wird er immer ein Liebender sein. Das allein heißt, lebendig zu sein, bis in die Fingerspitzen. Soweit Henri David Thoreau. Der Lebensstil eines Menschen, das Leben selbst und die ganze Art eines Menschen wird sehr auf seine Art des Redens wirken. Ja, die Art des Redens ist Ausdruck des Lebens. Ich möchte Alfred Delp zitieren, der über
Johannes den Täufer, dem Vorläufer Jesu, spricht, der ein Vertreter der Propheten ist, die von Gott selbst berührt waren, die von Gott selbst angesprochen waren und die sich in gewisser Weise nicht mehr frei machen konnten von dem, was ihnen ins Herz gegangen ist. Was sie erlebt haben, hat sie gebunden und hat sie autorisiert, legitimiert, beauftragt zum Reden. Alfred Delp sagt über den Johannes dem Täufer und in der Folge über alle Prophetentypen, auch über die Notwendigkeit spricht er, dass es solche geben muss. Er sagt, wehe einer Zeit, in der die Stimmen der Rufenden in der Wüste verstummt sind, überschrien vom Tageslärm oder verboten oder untergegangen im Fortschrittstaumel oder gehemmt und leiser geworden aus Furcht und Feigheit. Wir sprechen vom Profil des Christen. Die Johannesgestalten dürfen keine Stunde im Bild des Lebens fehlen. Diese geprägten Menschen vom Blitz der Sendung und Berufung betroffen. Ihr Herz ist ihnen voraus und deswegen ist ihr Auge so hellsichtig und ihr Urteil so unbestechlich. Sie rufen nicht um des Rufens willen oder der Stimme wegen oder weil sie den Menschen die schönen Stunden neideten. Sie haben den großen Trost, den nur der kennt, der die innersten und äußersten Grenzen des Daseins abgeschritten hat. Sie rufen Segen und Heil. Sie rufen den Menschen in die Möglichkeit, die wandernde Wüste aufzufangen durch die größere Kraft des bekehrten Herzens. Wenn unser Reden zum Segen und zum Heil dient, dann ist es ein gottgewolltes Reden. Sie rufen Segen und Heil. Also sie machen eine Zusage und sie rufen den Menschen in die Möglichkeit, die wandernde Wüste aufzufangen durch die größere Kraft des bekehrten Herzens. Romano Guardini sagt, je länger er im Dienst der Verkündigung ist als Priester, desto deutlicher wird ihm, dass es einzig darum geht, die Wahrheit in den Raum zu stellen. So habe ich es formuliert. Er formulierte, je länger ich in der Verkündigung tätig bin, desto weniger ging es mir dabei um unmittelbare Wirkung. Was ich von Anfang an erst instinktiv, dann immer bewusster gewollt habe, war, die Wahrheit zum Leuchten zu bringen. Die Wahrheit ist eine Macht, aber nur dann, wenn man von ihr keine unmittelbare Wirkung verlangt, sondern Geduld hat und auf lange Zeit rechnet. Noch besser, wenn man überhaupt nicht an Wirkungen denkt, sondern sie um ihrer selbst, ihrer heiligen, göttlichen Größe willen darstellt. Nur, wie gesagt, man muss Geduld haben. Hier dürfen Monate
nichts bedeuten und Jahre auch nicht. Das habe ich oft erfahren. Manchmal, besonders in den letzten Jahren, war mir zumute, als ob die Wahrheit wie ein Wesen im Raum stünde. Zitat Ende. Also Romano Guardini sagt, die Wahrheit, wenn sie nun erlebt wird, soll um ihrer selbst willen sich ausdrücken dürfen. Nicht, weil ich Menschen verändern will, sondern ihrer göttlichen Größe willen soll sie unter uns sein dürfen. Romano Guardini ist es, der an anderer Stelle sagt, dass eigentlich nur der gesammelte Mensch, also der seine Sinne sozusagen ordnet und die Aufmerksamkeit zu richten weiß auf die Mitte, nur dieser, sagt er, ist zum Hören fähig. Also der ist ganz präsent. Und nur dieser ist auch zum Antworten fähig, der salopp formuliert voll da ist, ganz präsent ist, der gesammelte Mensch. Ich lasse noch Meister Eckhart zu Wort kommen, der auch gut uns verständlich macht, dass das Reden, auch das Denken, das Reflektieren nicht für alles zuständig ist. Es gibt einen Bereich, da wirkt der Geist, da wirkt Gott in der Seele und da sollen sich, mit Worten des Johannes von Kreuz gesprochen, da soll sich der Verstand nicht einmischen. Meister Eckhart sagt, der innere Mensch ist nicht in Zeit und Raum, sondern gänzlich in der Ewigkeit. Also wir können sagen, die Ewigkeit ist in ihm oder er ist in der Ewigkeit. Da ist Gott und Gott allein. Da redet er und redet er allein und wird vernommen. Selig die Gottes Wort hören. Und dann, ihr sollt wissen, dass alles, was man in Worte fasset und den Leuten in Bildern vorlegt, nur eine Lockung ist zu Gott. Und dass wir Gott nicht finden, liegt daran, dass wir in Bildern und Gleichnissen stecken bleiben. Da wir doch den suchen, der nicht Gleichnisse hat. Auch was die Schrift bieten kann, sind Gleichnisse. Gott mehr ungleich als ihm gleich. Versinkt aber die Seele in die Gottheit, so verliert sie alles äußere Bild. Edith Stein sagt, das Entscheidende ist das innerste Berührtwerden von Gott ohne Wort und Bild. Ohne Wort und ohne Vorstellung. Ein inneres Berührtwerden ist das Entscheidende, sagt Edith Stein, denn da findet das intime Kennenlernen Gottes statt. Das Gedachte oder Gesprochene, das Vorgestellte ist bereits eine Definition und somit eine Reduktion, eine Verkleinerung. Und wir wollen ja mit Gott leben. Und jetzt Meister Eckhart weiter, durch die Liebe werdet ihr Gott mit Gott, soweit es einer Kreatur möglich ist. Was Gott ist von Natur, also vom Wesen, das ist die Seele von Gnaden, also durch Gnade.
Und dann kommt die klare Botschaft, aber dieses Sprechen und Wirken Gottes widerfährt nur guten und vollkommenen Leuten. Wer Gottes Raunen, also Gottes Sprechen hören will, dem müssen andere Stimmen stumm geworden sein. Und vor allen Dingen muss das würdige Leben und die edle Lehre unseres Herrn Jesus Christus in ihm leben. Zitat Ende. Also, das ist die gereinigte Seele, die wiedergeborene Seele, die erleuchtete Seele, das ist die geheiligte Seele. Sprache, auch wenn sie von allerhöchster Qualität ist, Bilder, Vergleiche, Gleichnisse, auch die Gleichnisse Jesu, sie sind eine Art Hinführung und Vorstufe für das, was dann erlebbar ist. Persönlich, individuell, einzigartig, subjektiv. Und jetzt lasse ich nochmals jemanden aus der Psychologie und Psychotherapie zu Wort kommen, nämlich den Amerikaner Carl Rogers, 1987 verstorben. Der hat meines Erachtens recht überzeugend dargelegt, was nun das, nennen wir, Heilsame für die Seele ist. Und das möchte ich beziehen sowohl auf den zwischenmenschlichen Bereich als auch auf die Gottesbeziehung. Schließlich werden Seelen gesünder, indem sie einander nahe kommen, einander begegnen. Manche suchen diese Begegnung, dieses Nahekommen gegen Bezahlung. Und wenn es anders nicht möglich ist, schade, aber besser wäre, öfter gemeinsam eine Pizza zu essen und auszutauschen, sagen Fachleute. Carl Rogers hat Folgendes gegen Ende seines Lebens sagen können. Und das finde ich ganz, ganz schön. Ich werde es nicht kommentieren. Ich stelle fest, dass von allem, was ich tue, eine heilende Wirkung ausgeht, wenn ich meinem inneren, intuitiven Selbst am nächsten bin. Wenn ich gewissermaßen mit dem Unbekannten in mir in Kontakt bin, dann ist allein schon meine Anwesenheit für den anderen befreiend und hilfreich. Ich kann nichts tun, um dieses Erlebnis zu forcieren, aber wenn ich mich entspanne und dem transzendentalen Kern von mir nahe komme, dann verhalte ich mich merkwürdig und impulsiv in der jeweiligen Beziehung. Ich verhalte mich auf eine Weise, die ich rational nicht begründen kann und die nichts mit meinem Denkprozess zu tun hat. Aber dieses seltsame Verhalten erweist sich merkwürdigerweise als richtig. Es ist, als habe meine Seele Fühler ausgestreckt und die Seele des anderen berührt. Unsere Beziehung transzendiert sich selbst und wird zum Teil von etwas Größerem. Wird ein Teil von etwas Größerem. Starke Wachstums- und Heilungskräfte und große Energien sind vorhanden. Der Mensch, könnte ich zusammenfassen, wirkt mit seinem Wesen. Dankeschön.